Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 204 und wir sind endlich 70. Ich lade heute quasi noch ein Video hoch, also quasi zwei, jetzt hier das. Und ein anderes mit, wo ich dann guckt habe wegen der neuen Skillung für Beastmaster. Ein paar Sachen, die wir geskillt hatten, sind raus, hier. Oder Geisterband. Dafür sind sowas mit drin. Selber getestet, also getestet habe ich noch nicht. Aber oh gut, es kommt alles noch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass kein Ton da ist. Schauen. Aber doch. Und doch, dann ist da. Irgendwie komisch angehört. So, die Frage, was machen wir am besten? Sind jetzt 636. Dann fliegen erstmal nach vorne das Stadtrat. Und das gute Betreuer, der ist noch keine 70. Aber gut. Kommt noch. Und in dem Video sind auch ein paar, also in dem, was ich noch hochlade, sind auch Makros drin, aber die habe ich noch nicht erstellt. Wollte ich auch noch machen. Und vielleicht müssen wir bedenken, ob wir aber dann weiter behalten. Oder uns gegebenenfalls ein anderes nehmen. Also einen anderen Begleiter. Muss ich noch zeigen. Wir haben ungefähr 100, 150 Gold gelassen, meine ich, beim toll, jetzt sind überall Quests. Jetzt kriegen wir nur noch Gold, die Quest. Weil klar, Erfahrung brauchen wir erstmal nicht. Grüße. Leb wohl. So, da noch. Na, guck mal da. Da können wir noch nicht quatschen. Kommt glaube ich alles noch. Die Echse da ist. Ja, und da wollte ich jetzt gleich auch mal hin. Nochmal versuchen mit dem Oberanführer, jetzt wo wir 70 sind. Mit der Brocken zerschmettert. Sind wir auch etwas gescheitert, weil. Ja. Aber als man 70 ist, werden dann halt noch ein paar Quests freigeschaltet hier in Stadtrand. Das meiste ist halt, wie man später dann in die erste Raid, beziehungsweise in den ersten Raid kommt, der Karazhan dann ist. Für die Wendwünsche steht im Moment nichts. Aber das geht ja recht schnell.
glaube, das ist der Anfang, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Bevor ich irgendwas erzähle, spreche ich mit dem Ober. Ach, die Blutschläge, okay. Ich glaube, das hatte was zu tun mit Kohl nachher. Zirkel des Blutes. Da kann man dann später auch Quests machen. Hier, der hat, ich hab den guten Stoff. Und ja, zu lang mal an. Haltet euch. Kommen wir dann auch nicht hin. Lokta! Wie kann ich euch helfen? Brauchen wir noch Schwachstunde. Aber gut, das spawnt ja irgendwann immer wieder. Das Licht sei mit euch. Naja, keine Rolle. Hallo? Aber okay. Was ich eigentlich aussuche. Was liegt an? Ergänzt. Schönen Tag auch. Doch ein Händler, Schmiedebedarf. Wo wir Sachen kaufen konnten. Für lass euch Zeit. Und wir können, ist das immer die Arena-Quest, die wir jetzt annehmen können. Und drin. Da könnten wir. Ne, hier. Und hier können wir die Dailies annehmen für. Ich meine, aber hier ruhig ist. Ist ein Kessel. Das ist hier Ruhe. Ja, hier. Kann nur auf Heroische Schwierigkeit gerade abgeschlossen werden. So, oben hier ruhig. Das zu schaffen, müssen wir halt den passenden Ruf haben. Bei den Fraktionen. Und dann können wir den Schlüssel kaufen. Was kann ich für euch tun? Da ist die Quest. Mögen eure Reisen sicher sein. Achso, passt da langsam eine Sonnenbrunnen. Gut, das können wir ruhig abbrechen, weil die Insel ist noch nicht freigeschaltet. Auf dann! So. Das ist quasi der Anfang für Karazan. Und hier sind ganz klassisch die PvP-Quests. Hier, das Violette für Karazan. Hm. Oh, vielleicht können wir noch irgendeine Quest abbrechen. Bilder mal feste. Genau. Sobald wir dann fliegen können, können wir von der hier auch einen Quest und können dann überfliegen quasi. Aber jetzt habe ich vergessen, wohin wir brauchten. Wir können nach Karazan mal. Weil das ist dann auch ein bisschen Questreihe.
auch quasi den Anfang von der Kara Pre machen. Und ohne die kommen wir halt nicht nach Kara. Klare Sache. Und gesehen, wo wir die angenommen haben, in dem Wirtshaus da. Stumm ist am schnellsten. Moment. Die Nase was. Stopft irgendwie. Das wird komische Geräusche, alles in meine Nase. So. Und jetzt müssten wir auch recht schnell Kohle bekommen. Dadurch, dass wir siebte sind, gehen wir halt für die Quests, die keine Erfahrung mehr bringen, halt Kohle. Und das ist recht gut meistens. Was kann ich für euch tun? Dunkelheit wissen wir. Und daraus müssen wir dann hoch. Und ganz wichtig, wir haben jetzt Irreführung. Ich habe dann noch die aktuellsten Skills gekauft. Mal gucken. Ja. Ich habe nur nicht alle hier Dinge aufspüren gemacht. Und was machen wir noch an hier? Schattenhaftigkeit. Haben wir schon. Ha? Mann. Schlau wie wir waren, haben wir schon gemacht. Ich finde immer die Stimmung hier cool. Im Dämmerwald. Aber da haben wir auch ein bisschen gequestet. Gebirgspass Todeswinde. Damals waren da ganz viele China-Farmer in den Gebirgspassen, oder beziehungsweise die Bots haben da viel gespielt. Oder wo die Bots auch viel gespielt haben, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. War damals hier auf der kleinen Affeninsel. Nette Aussicht, ne? Und hier hieß es ja, hier waren ja viele Mythen. Lustig, eine Mythen um ein Spiel. Weil dann durch ein Bug oder so, oder durch einen Glitch, haben sie dann ja hier unten was von Perazan gefunden. Hier ist Kara. Und dann hier hinten ist diese Krypta. Und da hieß es, das hat Blizzard quasi nur nicht aufgemacht, weil da Leichen und so rumschwammen.
weil sonst das Spiel ab 16 wäre. Eine andere Frage, die ich mir stelle. Hier an den Bäumen hängen ja auch teilweise ein paar Leichen. Warum ist das dann auch nicht ab 16? Also denke ich mal, ist er Schwachfug. Er hat nur keinen Bock. Ja, würde ich sagen, ist das Spiel so oder so ab 12. Oder hier hängen Sachen rum. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass nur weil da was im Wasser rumtreibt. Etliche Videos könnt ihr mal googeln bzw. YouTube gucken, wo steht hier, darum ist das Spiel ab 12 bzw. darum haben sie es nicht gemacht, damit es nicht ab 16 ist. Aber wie gesagt, ich finde ich auch ein paar Sachen fragwürdig, von daher, warum sollte es dann auf einmal deshalb 16 sein? So. First Raid. Oh. Wie ihr seht, der war mir hinterher, weil der ist nicht rechts. Ehre dem König, Freund. Für die Allianz. Und gehen wir den nächsten Quest. Das Licht segne euch. Ja. Seid vorsichtig. Kein Platz. Irgendwas löschen, mal gucken. Vateroberung, okay, da müssen wir. Grüßen. Ein Gruppchen. Siehe den Ehren, Freund. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vor Karatan. Wenn es wieder heißt Let's Play WoW The Burning Crusade. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge auch wieder gesehen.